Ich stehe erklären. Bitte. Guten Abend, herzlich willkommen bei Kultur im Gespräch. Ich begrüße den österreichischen Autor Daniel Kehlmann und ich muss als seinen Gesprächspartner Peter Sloterdijk entschuldigen. Er nimmt gerade in Hongkong den Francis and Cedric Phonebone Preis für innovatives Denken entgegen. Freundlicherweise eingesprungen ist bei uns der Kabarettist Thomas Maurer. Herr Kehlmann, ich darf... Kabarettist und Autor. Kabarettist und Autor Thomas Maurer. Und Schauspieler. Und Schauspieler und früherer Kolumnist einer großen Tageszeitung, genau. Darf ich vielleicht auch noch ergänzen. Wie haben die Millionenauflagen Ihrer Bücher eigentlich Ihr Leben verändert? Die Kronenzeitung hat auch eine Millionenauflage, die wird sogar gelesen von denen, die es kaufen. Ist mir nur eingefallen. Nein, tut's weiter. Wie war jetzt die Frage? Ihre Bücher werden in Millionen gelesen. Ich glaube, 1,5 Millionen allein im deutschen Raum sind von der Vermessung der Welt verkauft worden. Es gibt 42 Übersetzungen. Thomas Brezina verkauft mehr in mehr Sprachen. Herr Maurer, Sie kommen gleich dran. Lassen Sie uns ein bisschen Zeit. Meine Frage an Sie ist, wie hat das Ihr Leben verändert? Aber vielleicht hat der Brezina auch abgesagt und darum ist er da. Naja, gelbe Karte. Einerseits natürlich ist sowas was ganz Tolles. Also man freut sich sehr, wenn einem sowas zustößt. Und es ist ja wirklich auch wie die Dankbarkeit, die man dem Schicksal eben auch schuldet, wenn so etwas zustande kommt. Wenn man Herr Maurer, darf ich Sie bitten, diesen Unfall? Ich weiß, Sie sind Komiker, aber das geht jetzt hier nicht. Ja? Na bitte, ich will nicht stören. Wir sind in einem Gespräch. Bitte. Die Dreharbeiten zu Ihrem Roman Ruhm sind ja jetzt abgeschlossen worden. Ich glaube, auch die Vermessung der Welt soll ja verfilmt werden. Super, da lege ich mir jetzt schon Popcorn weg. Schreibt es nur so irgendwelche es ist so ja Teenager-Vampire ein, da geht es weiterhin um zwei alte Kroche im Leibrock. Es ist ja bei Ruhm interessanter für sein Handy, das die ganze Handlung in Bewegung bringt. Ne? Handlung ist gut. Und sagen Sie, apropos Handy, könnten Sie nicht vielleicht doch noch versuchen, den Peter Sloterdijk zu erreichen, oder von mir aus auch den Thomas Brezina oder die Kronenzeitung, mir eigentlich jeder lieber. Moment. Glaubst du, bist was Besseres, oder was? Glaubst du, bist... Maurer! Ja, was soll ich sagen? Das ist ja eins der Grundproblem in unserer Multimedia-Gesellschaft, dass Bilder immer stärker sind als Argumente. Also ich würde nicht sagen, es war nicht so. Ja? Aber es war nicht so. Ja? Es war letztlich eine Verkettung von Unglücklichen. Also ich muss vorausschicken, das ist zu einem Zeitpunkt entstanden, wo ich wirklich extrem Stress gehabt habe. Also ich habe gerade versucht, für eine Rolle in einer Fernsehserie binnen kürzester Zeit wirklich sehr, sehr viel zuzunehmen. Und hab übrigens die Rolle dann eher nicht gekriegt, sondern natürlich Michael Niavarani, das war wahrscheinlich von Haus aus klar, eine geschobene Geschichte.